Auch die Corona-Krise zeigt, alle bisherigen sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen haben nicht dazu geführt, dass alle Menschen ein gesichertes Einkommen haben. Schuld daran ist der Kapitalismus. In diesem System konzentrieren sich Einkommen und Vermögen systematisch. Im Kapitalismus gibt es den Reichtum der wenigen immer nur gleichzeitig mit der Armut der vielen. Doch eine gesicherte Existenz und gesellschaftliche Teilhabe sind Menschenrechte, die allen zustehen. Unser Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, gesunde Ernährung und medizinische Versorgung lässt sich aber nur realisieren, wenn alle Menschen ein ausreichendes Einkommen haben. Ein Ansatzpunkt dafür ist das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Das ist ein existenzsicherndes Einkommen, das allen Menschen in derselben Höhe ohne Voraussetzungen vom Staat ausgezahlt wird. Sogar, wenn sie nicht arbeiten können oder wollen. Damit könnte jeder die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Für die Finanzierung eines BGE gibt es unterschiedliche Vorschläge. Aus emanzipatorischer Sicht müsste aber immer eine starke Umverteilung von Reich zu Arm stattfinden. Zu einem BGE gehört auch eine soziale Infrastruktur, wie zum Beispiel funktionierende Sozialversicherungssysteme, Energieversorgung, Mobilität für alle, Bildung, Wohnraum, gute Gesundheitsversorgung, Kultur und vieles mehr. Wenn die Gesellschaft diese Dinge für die NutzerInnen entgeltfrei zur Verfügung stellt, verringert das den Geldbetrag, der für eine gerechte Teilhabe benötigt wird. Die Corona-Pandemie hat aber auch gezeigt, dass nicht immer diejenigen Hilfen bekommen, die sie am nötigsten brauchen. Nicht nur in armen Ländern, sondern auch in Industriestaaten wie Deutschland bekommen arme Menschen viel zu wenig Unterstützung. Doch Menschenrechte gelten für alle, egal wo oder unter welchen Umständen sie leben. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss also als globales Projekt begriffen werden. Tatsächlich erfährt die Idee einer bedingungslosen Versorgung für alle weltweit Unterstützung. In mehreren Staaten gibt es bereits Projekte, die Bevölkerungsgruppen absichern, zum Beispiel in Kenia, Sambia oder Alaska. Manche Projekte gehen über Ansätze in Richtung eines BGE nicht hinaus, verbessern aber für einige Menschen die soziale Situation. Es wird auch bei uns Zeit für eine ernsthafte politische Debatte über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.